Hallo Leute und willkommen jetzt hier zur Texture Pack Vorstellung von dem Mine Pack, was ich gemacht habe. Gleich vorneweg, ich habe das zusammen mit Reefed, also mit Antonia gemacht, also ein Teil davon zumindest, und also direkt mal gesagt haben, dass ich habe das nicht komplett alleine gemacht. Und ja, ihr seht jetzt hier, ich stehe jetzt noch in einem Singleplayer, also ich bin jetzt in der Singleplayer Map und habe jetzt im Moment noch gar kein Texture Pack drin. Aber ich würde sagen, ich tue das jetzt auch mal direkt gleich rein. Und vorab noch was, ich habe ja erst gesagt, dass ich das in dem Endgames-Video mache. Also in dem nächsten Endgames-Video, was am Dienstag kommen sollte oder vielleicht auch kommen wird, das werde ich noch sehen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, naja, in Endgames erzählt ihr das ja gar nicht so gut. Also ich meine, was in Endgames ist ja wirklich nicht alles so drin, so was ich halt geändert habe. Und deswegen dachte ich mir, mache ich da jetzt nochmal ein separates Video. Und das kommt dann vor dem Endergames-Video und dann in dem Endergames-Video spiele ich dann auch schon mit dem Pack wahrscheinlich. Und dann, jetzt kommt dann diese Woche wahrscheinlich noch ein anderes Video, das habe ich am Samstag schon vorproduziert. Und deswegen ist es dann da noch das alte Mine Pack und somit, also nicht wundern dann da, dass das Pack noch da noch so aussieht wie in Bad Wars, wo ich es gezeigt habe. Also die V1er-Version ist es ja dann. Und jetzt ist halt eben die V2er und da hat sich echt nochmal richtig viel getan. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mal direkt an, ich tue es mal direkt rein. Hier, Ressourcepakete, wo haben wir es? Also ich habe es Mine Pack genannt. Das ist natürlich letztendlich eigentlich nur eine Faithful Edit. Also es ist auch immer noch sehr, sehr viel an Faithful 32. Ist das übrigens ein Faithful 32? Ist immer noch sehr, sehr viel dran. Also es ist nicht alles komplett neu, so wie Crafting war, aber zum Beispiel ist ja ein Pack, wo irgendwie alles komplett neu gemacht wurde. Kommt mir so vor zumindest. Also das jetzt nicht. Und ja, ich kann jetzt auch, denke ich, einfach mal so ein wenig sagen, was ich gemacht habe, was Antonia gemacht hat und was sich generell geändert hat. Ich würde sagen, fangen wir direkt mal damit an, dass hier, wenn man hier quasi das Texture Pack wieder raustun will oder hier eins rein, dann wird es dann hier grün. Das ist auch richtig cool, das ist eine kleine Sache, aber ich finde sie richtig cool und das hat auf jeden Fall die Antonia gemacht. Also, danke. Danke jetzt mal generell, würde ich sagen, jetzt einfach mal danke an dich natürlich. Und ja, ihr seht jetzt hier im Hintergrund schon so Bilder von mir, bin ich quasi in Minecraft auf so einem Adblock drauf. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Also sie hat ja zwar erst so einen Hintergrund gemacht, aber der war ein wenig verzogen und deswegen habe ich dann nochmal extra einen gemacht. Und ja, generell hier steht dann halt, also bin ich halt drauf, habe ich mich da drauf gemacht, mein Pack drauf gestrichen und hier habe ich auch nochmal mein Pack Version 2. Weil Version 1, das habe ich ja schon gezeigt, da war ich wirklich fast gar nichts geändert noch, weil es halt noch so frisch war. Jetzt halt eben Version 2, also ich habe echt schon viel getan. Und ja, direkt vorneweg, das habe ich auch auf Twitter schon geschrieben, in der Beschreibung ist ein Download-Link, das heißt, ich habe jetzt, also ich habe ja im Bett was gesagt, dass ich das wahrscheinlich nicht machen werde mit dem Download, weil das wahrscheinlich nicht geht. Aber ich habe mich schon, Gott, ich kann nicht reden, ey. Aber ich habe mich an so ein paar anderen Packs orientiert und da habe ich gesehen, dass die teilweise echt sogar noch weniger gemacht haben, aber trotzdem auch das zum Download freistellen dürfen. Und deswegen habe ich, probiere es jetzt einfach aus. Ich meine, ich kann den Link natürlich rausnehmen, wenn sich da irgendwie Faithful oder so beschweren würde. Aber ja, jetzt im Moment ist es, wie gesagt, erstmal zum Download freigeben. Okay, dann sehen wir hier mal schon so ein schönes Bild. Da bin ich und, also Antonia Reefed und Jura.de. Also auch richtig cool, das habe ich jetzt einfach hier mal auch noch so aufgebaut. Okay, dann, was kann ich noch sagen? Ich muss jetzt erstmal, ich habe mich jetzt da nicht groß vorbereitet. Ich mache das jetzt alles relativ spontan. Also man sieht schon mal hier unten die Leiste quasi, da habe ich, die habe ich von Faithful, also, warte mal, wie ist es denn bei Faithful, ist das hier unten? Ne, sieht wahrscheinlich genauso aus, nur dass halt keine Zahlen drin sind. Das heißt, ich habe hier die Zahlen reingeschrieben, 1 bis 9 und ja, mehr habe ich dann da auch gar nicht verändert. Dann habe ich hier grüne Herzen gemacht, das eigentlich finde ich sau cool einfach. Also die Herzen sind grün. Und die sind dann also nicht rot, sondern grün. Und ich finde es jetzt richtig cool aus, einfach mit den grünen Herzen. Und sonst die junge Anzeige ist gleich geblieben. Dann, was ich noch sagen kann, die XP-Leiste, das mache ich auch mal direkt. Gehe ich mal in Game Mode. Ich weiß nicht, geht das jetzt einfach? Nee. Muss ich es kurz im LAN öffnen. So, jetzt geht's. Und werfen wir mal XP zu. Wie nennt sich das denn? nee. Ah, hier, wie heißt es? Erfahrungsfläschchen. Okay. Und, gut, dann nehme ich da einfach mal gerade ein paar und gehe dann wieder in den Game Mode 0. So. Jetzt seht ihr das, die Leiste hier ist rot und das habe ich auch gemacht und das ist, finde ich, richtig cool. Also, das ist nicht grün so standardmäßig, sondern das ist so rot und das finde ich einfach nur ultra nice. Also, haben auch viele andere Packs so rote Leisten hier und
Ja, also finde ich richtig cool. Genau, da hier eben das Inventory, das habe ich auch komplett nochmal neu überarbeitet. Also, habe ich komplett neu gemacht. Also, habe ich jetzt als Vorlage habe ich das Crafting-Fabo Inventory genommen und habe dann aber halt hinten drin den Hintergrund reingemacht. Habe hier zwei Skins von mir reingemacht. Unten auch nochmal die Nummern. Da habe ich echt lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Nochmal, weil ich habe es ja hier und normalerweise braucht man das ja hier nicht unbedingt, aber ich habe gedacht, warum nicht? Und, ja, sonst hier habe ich noch einen Hintergrund reingemacht, finde ich auch ganz witzig. Und habe halt hier Mindpack reingeschrieben. Und ja, das war's dann auch. Deshalb musste ich insgesamt viermal machen, weil ich ihm jedes Mal irgendwas falsch gemacht habe oder vergessen habe. Und naja, das war dann halt ärgerlich. Gut, dann noch eine andere Sache, zum Beispiel, wenn man einen Effekt bekommt. Hier nehme ich jetzt gerade mal die beiden Sachen da. Was ist das, Vergiftung? Okay, das soll ich vielleicht nicht nennen. Und dann nehme ich hier mal. Wollen wir Schnelligkeit. Und zwar. Hier so und so, dann sehen wir hier, habe ich hier solche, so, auch noch so ein Bild hinten dran gemacht und was hier diese Striche sind, weiß ich nicht. Aber ich habe die auch irgendwie nicht ganz wegbekommen, also das ist mir schon aufgefallen, aber ich habe sie nicht wegbekommen. Ich hoffe, das irritiert nicht zu stark. Also, das ist irgendwie echt merkwürdig, aber naja, hoffen wir mal das Beste und dass das nicht so stört. Also ich glaube, mich selber wird es jetzt nicht so stören, aber vielleicht ja euch, wenn ihr das... Also ihr könnt es wie gesagt gerne runterladen, Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr Bock habt. Und gut, dann machen wir weiter. Ja, hier die Schwerter. Der Bogen. Ja genau, ich nehme einfach mal hier so ein paar Schwerter. Was habe ich jetzt noch nicht? Holz. Genau, also das sind jetzt, wie man hier sehen kann, da steht jetzt nichts drauf. Man meinte irgendwie, dass da was draufsteht, finde ich. Aber ne, steht nichts drauf, sondern, das sind solche Effekte, also so Farben noch quasi in dem Schwert drin, wie ihr es ja sehen könnt. Hier ist es beim Eisenschwert so graue Punkte. Hier sind es ja auch graue, hier sind so weiße, hier sind es auch so eher hellweiße und hier sind es braune. Also das finde ich richtig cool, also das hat auch Antonia gemacht und ich finde es echt, sieht ganz nett aus. Also das ist nicht so langweilig wie das normale Faithful Schwert, okay. Da gucke ich mal, ich muss gerade selber mal, ich gehe mal gerade hier so ein wenig durch. Ja genau, Kisten zum Beispiel hier, normale Kiste, die habe ich grün gemacht, also sieht finde ich auch cool aus. Also einfach eine grüne Kiste hingemacht. Das heißt, diese normalen Kisten, die ihr da so seht in SG oder so, sind jetzt grün. Und die Ender Chests habe ich auch leicht grün gefärbt. Also nur leicht, wie man hier sehen kann. Ist ja nicht so krass. Dann, Armboss habe ich, das habe ich geändert. Ich muss mir das gerade mal hier rauslegen. Sonst noch was geändert? Glaube nicht, oder? Hier gibt ja auch sonst nichts. Okay, dann die Workbench. Also im Creative Inventory habe ich jetzt eigentlich gar nichts gemacht. Aber das brauchen wir ja nicht so oft. Den Workbench hier habe ich, das hat Antonia gemacht, hat den Skin hier von mir nochmal reingemacht mit irgendeinem so coolen Hintergrund. Und ja, also das finde ich auch richtig cool. Dann der Ofen, das habe ich gemacht. Das ist so ein Feuer einfach hinten dran. Das heißt, es bringt dieses Feeling vom Ofen ein bisschen besser raus, finde ich. Ich finde, es sieht auch richtig cool aus. Beim Armboss habe ich, genau, habe ich einfach so einen Grasblock und einen Armboss hinten dran gemacht. Und beim Verzaubern habe ich hier so eine Hexe und eine Fledermaus dran gemacht. Und ja, das finde ich auch eigentlich ganz cool so. Also fand ich das Rote, auch der rote Hintergrund finde ich relativ cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dann habe ich noch geändert. Das habe ich einfach vom Poxypack übernommen. So dass ich, wenn sich der Bogen spannt, dass sich dann hinten die Farben halt verändern. Das fand ich einfach cool. Also man sieht ja hier hinten das Blau, Grün, Rot. Ne? Blau, Grün, Rot. Ich denke, das hat jetzt jeder gesehen. Und ja, fand ich cool, aber sonst die Effekte oder so vom Schuss habe ich gelassen. Und ja gut, warte mal, gucke ich jetzt mal, ich gehe mal ganz schnell hier das so durch. Und schaue, ob ich dann noch irgendwas vergessen habe. Ich hoffe jetzt mal nicht. Aber sonst sieht man ja generell, dass schon vieles trotzdem noch an Faithful so geblieben ist. Aber ich finde Faithful ist an und für sich einfach generell ein sau cooles Texture Pack. Genau, dann habe ich, was ich noch gemacht habe, ist beim Pferd, also wenn man ein Pferd kann, wenn man auf dem Pferd sitzt und dann E drückt, dann kann man ja auch so vom Pferd so eine Rüstung anziehen und so. Und da habe ich halt einfach hinten dran auch so ein Pferd gemacht, Minecraft-Pferd, also das brauche ich jetzt aber nicht zeigen, weil bis ich das Pferd gezähmt habe und so, dauert das ewig, aber ja, also das könnt ihr euch, denke ich, in etwa vielleicht vorstellen, wie das aussieht. Gut, ja, nee, ich glaube, sonst habe ich jetzt an den Items hier nichts verändert. Doch, hier die Angel noch, genau, die Angel noch, die habe ich grün gemacht, das habe ich auch vom Crafting-Farbo genommen und habe die auch
beim Auswerfen gefixt, weil vielleicht wissen es manche von euch, dass wenn man die Angel auswirft bei Crafting Club, dann ist es so eine ganz normale Faithful-Angel quasi oder normaler Standard-Angel. Und das ist halt jetzt bei der eben nicht, das heißt, es ist jetzt ja, sie bleibt, ne, also es ist kein, der wechselt sich nichts an der Farbe, also sie bleibt immer noch schwarz und ihr habt ja halt unten grün gefärbt und vorne den, diesen Werfer dann jetzt da auch grün gemacht hier, ne. Okay, dann habe ich beim Feuerzeug, habe ich Low Fire reingemacht, ach, das geht nicht, ist nicht im Game Mode, okay. Na, also wenn man brennt, ist jetzt nicht bis hier oben zum Beispiel die Feuergrenze, ne, wie das ja auch bei vielen Packs ist, sondern halt auch nur da unten. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Und ja, da denke ich jetzt mal, habe ich jetzt alles gezeigt. Also, ich denke doch schon. Vielleicht, was ich noch sagen könnte, ist die Kiste. Wenn ich eine Kiste... Ach, ne, Truhe heißt das. Wenn ich sie öffne, ich habe sie nämlich nicht geöffnet gerade. Dann habe ich ja auch so ein... von SG quasi, wie jemand gerade mit dem Diamantschwert hier zusticht. Das ist auch, fand ich auch mega nice. Okay. Gut, dann würde ich sagen, das Wichtigste haben wir. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf den Gomme-Server. Also der Hintergrund hier habe ich ja schon erwähnt. Gehen wir einfach mal auf den Gomme-Server und spielen gerade einfach mal irgendeine Runde QSG oder so. Und dann zeige ich euch das ein wenig in-game. Da sind aber viele Leute online hier, ey. Ich gucke da immer so ein wenig. Genau, hier habe ich die jetzt halt auch noch grün gemacht. Aber naja, man hat man schon mal diese Effekte, außer mit den Love Boots auf Gomme, ne? Hat man ja sonst nicht. Okay. Gut, dann Survival Games. So, spielen wir gerade einfach schnell. Oh, es laggt. Das ist aber normal, wenn man das erste Mal reingeht bei mir. So, genau, also die XP-Leiste war jetzt hier auch wieder rot. Das hat man jetzt gar nicht gesehen. Gut, schauen wir mal. Oh, ups. Habe ich den Armboss geöffnet. Ich finde auch generell ist das eigentlich echt ein wirklich sehr, sehr cooles Pack geworden. Also, was ich da so geändert habe. Oder was auch Antonio da so geändert hat. Gut, dann gehen wir mal auf den... Oh Gott, hat er Equip. Hat sehr, sehr gutes Equip. Ich möchte ihm jetzt aber gar nicht unbedingt nachschwimmen. Ah, okay. Aber er möchte. Nein, der schaut mir jetzt nicht ernsthaft den Kill ab. Komm. Lol. Hä, ich bin irgendwie total schlecht getroffen gerade, obwohl ich... Also, der hat den nicht irgendwie so anvisiert, oder wie man das sagt, also... Oh Gott. Oh Gott, ja, okay, jetzt werde ich sterben wahrscheinlich. Oh Gott, ich habe ihn sogar noch mit einem halben Herz. Hilfe. Das soll jetzt aber auch, wie gesagt, keine allzu lange Runde werden. Ich wollte es euch nur ganz kurz mal in etwa demonstrieren. Wie denn das so in-game aussieht und... Also, ich hoffe, wie gesagt, dass ich ein paar von euch runterladen. Also, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne runterladen, das Pack. Ich denke, das darf ich, also... Wieso bin ich überhaupt drauf auf den? Habe ich jetzt Pfeile? Nein. Na komm. Soll er mich halt töten? Okay. ja, ich denke, das darf ich. Wenn nicht, nehme ich natürlich raus den Link. Aber ihr könnt es ja jetzt schon mal so lange runterladen, wie es noch da ist. Und da würde ich sagen, was ist jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, diese Vorstellung von dem Ressource-Pack hat euch gefallen. Und Download-Link ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Endergames-Video, wo ich dann das erste Mal Endergames mit dem Pack spiele. Und wie gesagt, bei Chumpy Chump, also habe ich jetzt einfach schon verraten, was es ist, das Chumpy Chump, kommt diese Woche noch, ist es noch das alte Mine-Pack quasi. Nicht wundern. Bis dahin dann. Ciao.